Die Bohle. Moment. Die Bohle, die es fürs Publikum gab, das war ja richtige Bohle. Was war in der Bohle für Ihre Gäste? Also, nee, Tinte nicht. Es war alles mögliche. Zitronensäure, Wasser, Farbstoffe und... Gurkenwasser. Gurkenwasser. Bockwurstwasser. Und ein Schuss Wurstwasser aus der Bockwurstdose. Aber immer so, dass man es eben nicht sofort... gesagt, das schmeckt doch nach Fleisch, sondern es musste immer rätselhaft. Zwei, dreimal haben wir es übertrieben und dann hat jemand gesagt, da ist doch Wurstwasser drin. Sag ich, ja, Münchner Metzgerbowle. Ja. Wer kam denn jetzt auf diese Idee, statt einer anständigen Bowle den armen Gästen so ein Zeug hinzustellen? Ja, ich glaube schon, dass das meine Idee war, denn also Bowle passte zu pelzig und dann habe ich gesagt, aber es darf jetzt nicht schmecken. Und wir haben es aber auch, ich weiß noch, dass einmal hat der Requisiteur hat mich immer 10 Minuten vorher abschmecken lassen und dann habe ich gesagt, gut, ne? Also eben nicht gut. Und einmal habe ich es nicht abgeschmeckt und da hat er es wirklich übersalzen und dann war da eine Frau zu Gast, die hatte ein hartes Schicksal, die war eine Legislaturperiode als Abgeordnete der SPD im Bundestag gewesen, dann rausgeflogen und lebt jetzt von Hartz IV und die war ein guter Gast. Aber ihr versagte die Stimme komplett danach. Ne? Also die hat dieses Salzwasser getrunken und war noch... Und jetzt hat es die eh schon hart getroffen, ja. SPD. Die wurde gequält, ja, in jeder dann, Hinsicht. Hartz IV und dann noch die Stimme ersticken. Und dann die Stimme erstickt bei Pelzig. Und ich habe zu Ihnen Folgendes gesagt, als ich das erste Mal bei Ihnen war, trank ich so einen Schluck Bowle und sagte, sagen Sie mal, ist das das, was man in München unter Bowle versteht? Wissen Sie noch, was Sie geantwortet haben? Ich weiß, was ich gesagt habe. Nicht schlechte Replik. Ja. Aufbau Ost, nein, ist mal anders. Ihre Replik war sehr gut. Wir müssen und ich sparen. Idiot habe darauf geantwortet, darf man nie machen. Wenn ein Bonmot da ist, ist es da. Wissen Sie, was der sagte? Der sagte, ja, da war früher bei uns auch mehr drin, aber das geht ja jetzt alles in Osten. Ist doch eine Frechheit. Ist doch eine Frechheit, ja.